Liebe Miss Zuschlagerinnen, liebe Miss Zuschlager, vor 2 Tagen hat mich die Nachricht erreicht, dass die Billa-Filiale in der Wiener Straße geschlossen werden soll. Gemeinderatskollege Franz Rosenblattl hat mich als erster gleich darauf hingewiesen und gebeten, hier entsprechend nachzufragen. Das habe ich gestern gemacht und konnte vom Management, ich denke schon, aus verlässlicher und sicherer Quelle die Nachricht erhalten, dass diese Schließung wirklich so, wie es auch an der Tür geschrieben ist, vorübergehend ist, weil eben die Frequenz durch die jetzige Situation sehr nachgelassen hat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in anderen Filialen dringend benötigt werden, weil ja manche auch Kinderbetreuungsverpflichtungen haben und eben ganz fix ist und daran gedacht ist, sobald sich die Situation wieder beruhigt hat, die Filiale wieder in Betrieb zu nehmen. Ob das Ende April sein kann, weiß momentan niemand, aber Sie können sich darauf verlassen, es wird auch hier wieder die Lebensmittelversorgung sichergestellt. Das ist uns allen nicht nur ganz wichtig für die Menschen, die hier leben, sondern auch für die lebendige Innenstadt von großer Bedeutung. Und wir sind eben in engem Kontakt mit den wesentlichen Handelsbetrieben und Geschäftstreibenden im Zuschlag. In diesem Sinne, bleiben Sie zu Hause. Es ist die Versorgung sichergestellt, mit oder ohne Filiale in der Wiener Straße vorübergehend. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.